Stände und da haben sie sich untereinander eingeschworen gestern hier in Sandhausen, da richtig giftig zu Werke gehen zu wollen, so wie hier Kai Bülow und Steinhöfer. Jovanovic. Tüting und Riemann. Stark mit Osako. Härtner. Osako. Und jetzt gibt Spieleröffnungen sind nicht seine Stärke. Da sehen Sie ein bisschen an seiner Technik. Osako, schauen Sie die Ballannahme an. Das ist genial von dem Japaner. Stoppelkamp. Steinhöfer ist mit dabei. Sieht ihn nicht. Jetzt sieht er ihn und dann ist es zu spät. Rein, dass er den Ball spielt, ist ja in der Natur der Sache. Diese Abspiele sind sehr ausbaufähig. Ich glaube, das hat mit dem Rasen auch zu tun. Viele, viele Unzulänge. Deswegen muss Olajuwon Besi da seinen Körper reinstellen. Zu Beginn der Saison überhaupt keine Rolle gespielt und jetzt mittlerweile ist eine feste Größe da hinten drin. Adlung. Klasse Ball für Osako. Riemann zögert. Osako! Erste Großchance, 60 München, 11. Minute und normalerweise schießt Osako aus der Distanz diese Bälle ganz sicher ins Tor. Da kommen sie in den Rücken der Sandhäuser ab, wer das passiert, ganz selten, weil der Ball von Adlung klasse ist und Riemann nicht weiß, was er damit anfangen soll. Und vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, den drüben. Das ist fast ein 4-1-4-1 in der Defensive von Sandhausen mit Linzmeier vor der Abwehr. Adler rückt dann nach links und Tiede. In der Mitte mit Tüting. Jetzt kommt Steinhöfer, Osako, da verhindert er fast das Tor. Ein gutes Zweikampfverhalten da von Adler. Die Hereingabe ist gut, das ist abgestimmt. Und dann ist es schwer zu sehen, wo er ihn da... Osako, wieder schickt der Adlung auf die Reise, aber das war knapp abseits. Eine sehr unschöne Aktion. Bislang ist es hier sehr ruhig im Hartwallstadion. Das ist gut so. Macht das besser. Stark. Härtner, Osako. Weigel auf der rechten Seite ist viel Platz. Da geht Stoppelkamp ab und Steinhöfer ist immer, wenn es offensiv wird. Ganz hinten Adlung. Osako nimmt ihm die Großchance weg. Ja, da passt vielleicht die Verständigung nicht. Osako kann nur die Spieler... Da schauen Sie ganz im Hintergrund. Wenn er jetzt wegbleibt, wäre Adlung zur Stelle gewesen. So sieht er... Da jegliches Tempo immer wieder rauszunehmen. Osako, klasse Ballannahme. Weigel, stark könnte sich drehen. Tut er, Härtner, außen ist Adlung. Aus der Ecke, Härtner... Nur Osako ist ein bisschen wenig. Osako, 60 muss das Spiel über die Außen lenken, muss das verlassen. Im Abwehrbereich über Dinge, die sich einstudieren lassen, bis zum geht nicht mehr in jeder Trainingswoche. Aber offenbar gelingt das den Löwen nicht. Sie können fast alle Spieler durchgehen, die hier Großchancen hatten. Dann sind wir auch schon soweit für die zweite Halbzeit ohne Veränderungen. Also es gibt keine Auswechslungen. Beide Trainer halten sich alle Optionen offen. Und jetzt muss Alois Schwarz an 60s Fanblock vorbei, weil er zu spät gekommen ist. Osako,
Das haben die Fans mit der Mannschaft gemeinsam aufwachen, erst in der zweiten Halbzeit. Doppelkampf. ロスタイム出せない出せない出した早い。Viele seiner Kollegen nicht. Weigel. Guter Weg. Osako. Jetzt können sie spielerisch lösen. Und dann kommt Sandhausen. Stiefler. 3 gegen 3, wenn schnell geht. Pferdler nimmt das Foul. Weiter hinlangt davor gegen Tüting. Ich habe es gerade eben schon. Steht auch, dass er eine gute Joker-Qualität besitzt. Zum ersten Mal am Ball. Adler und Weigel. Hätte, so ein Schritt davor, ja. Kann das tun? Das ist gar nicht gewesen. Da haben sie Regis Dorn, den Teammanager, der muss übersetzen, weil er der Einzige ist, der Französisch sprechen kann. Und Englisch versteht die AGT nicht. Eigentlich erstklassig gedacht gegen Bajori, aber dann kommt er in Rücklage und kriegt den Ball nicht flach. Linsmeier. Eine gute Gelegenheit. 3 gegen 3, wenn schnell geht. 4 gegen 4. Steinhöfer, aber hoch auf Osako. Dieses Thema Benjamin Lau zu deuten. Der Youngster wird dem alten Haudegen vorgezogen. Vielleicht für Lau zum Vorteil, weil dann zählt schon keiner mehr, wie viele Minuten noch ohne Gegner.